Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem neuen Mittwochsvideo. Und bevor wir starten, würde ich euch gerne kurz ein paar Ankündigungen machen, denn jetzt im Dezember geht es hier so langsam los, dass wir ja wieder in neue Reihen kommen oder neue Sachen kommen, die der Herr mir gezeigt hat, insbesondere dann ja auch 2021. Und für den Dezember, eigentlich ab, ich glaube, 29., also ab kommenden Montag, gibt es eine neue Audioreihe, und zwar hat der Herr mir das Johannesevangelium ins Herz gelegt, wirklich mit der Überschrift: Wir müssen dringend über Jesus reden. Ich freue mich schon darauf, und jetzt alles, was so drumherum ist, ich kann euch einfach sagen, ich habe den Eindruck, dieses Johannesevangelium ist so der Fokus, ja, darauf soll ich mich mehr fokussieren in diesen 3 Wochen. Weshalb es sein kann, dass ich vielleicht ein Mittwochsvideo nicht live drehe oder neu drehe, sondern dass ich ein altes Video einfach verlinke. Das seht ihr dann, ich werde das einfach vermerken, ob es neu ist oder ob es ein altes Video ist. Weil ich einfach den Eindruck habe, dass in diesem Johannesevangelium, dass da viel passiert. Es ist irgendwie so eine, ja, wir haben Jesus im Fokus, ja, wir werden über Jesus reden, wir werden viel über Jesus reden, wir werden über Geld reden, wir werden über Gebet reden, wir werden über Krankheit und wir werden über Gesundheit reden. Also alles, was uns da im Johannesevangelium begegnet. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich werde diese Audioreihe in Broadcast senden, abends 18 Uhr, so wie wir es mit den Audioreihen immer gemacht haben. Ich werde den normalen Broadcast in dieser Zeit nicht mit Wiederholungen füllen, weil ich den Eindruck habe, dass ich das dieses Mal nicht machen soll. Ich habe tatsächlich den Eindruck, als würde der Herr sagen, das ist wichtig, ja, es soll jetzt nicht so viel davon irgendwie abgelenkt werden. Also ich werde den Podcast nicht füllen mit den Dienstag-, Donnerstag-, Sonntagsimpulsen. Der ruht in dieser Zeit. Es sei denn, ich bekomme was vom Herrn zwischendurch, dass ich spreche, dann mache ich das natürlich. Dann läuft unsere Reihe aus Montag, ja, Sorgen sind ein Date mit dem Teufel. Ich weiß es noch nicht ganz genau, ob ich dann warte, bis wir im neuen Jahr sind, dass wir im Januar starten, oder ob ich es direkt anhänge. Das werden wir dann sehen. Aber was ich als neue Reihe machen soll, ist das hier: Biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft. Ja, das ist ja das neue Arbeitsheft, das ich gemacht habe. Und es haben welche sich schon geholt. Und ich hatte so darüber gebetet und hatte den Eindruck, weil ich ja viele Bilder da reingemalt habe, seht ihr? Also bei den Seminarreihen findet ihr schon einen Ordner angelegt. Dort sind dann schon 2 oder 3 Videos drin. Einmal zur Motivation und dann die Sache mit der Quantenphysik. Also ich habe solche Bilder, die der Herr mir ins Herz gegeben hat. Und ich hatte den Eindruck, er sagt zu mir, du musst mit den Leuten darüber reden. Also es ist nicht einfach etwas, was ich jetzt einfach so rausgebe und sage, da, beschäftigt euch selbst damit, sondern es ist etwas, was wir zusammen machen. Ja, also ihr könnt es euch natürlich trotzdem holen und alleine machen, aber ich werde einfach ab der neuen Reihe oder in der Montagsreihe, in der neuen Montagsreihe so, werde ich dieses Thema biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft angehen. Ich werde es aber nicht der Reihe nach machen, sondern ich werde die Themen mir so nehmen, wie sie mir der Herr zeigt. Ja, also nicht jetzt so eins nach dem anderen. Insgesamt sind es, glaube ich, ungefähr 30 Punkte, so grob zwischen 20 und 30. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Aber wie gesagt, entweder jetzt schon im Dezember oder im Januar. Genau, dann hört unsere Reihe Hör auf zu glauben, endet ja. Das war ja so ein Reload aus der Reihe früher Jesus liebt dich immer. Wisst ihr, es kommen immer neue Leute dazu. Und ich habe mich sehr gefreut, dass mir ja Geschwister Feedback gegeben haben, die zwar die alte Reihe schon mitgemacht haben, die jetzt aber einfach nochmal mitgemacht haben und die gesagt haben, es hat sich viel mehr gefestigt. Und es ist noch mal so viel mehr gerutscht und es war plötzlich so viel mehr klar. Wisst ihr, nur weil es einmal gelaufen ist, heißt es nicht, dass es jetzt veraltet ist, sondern ich halte es für sehr sinnvoll, Sachen zu wiederholen. Wie die Bibel. Ja, wir haben die Bibel, wir haben die Bibel. Wir brauchen nicht noch, ich sag mal,
ja, so viel anderes, weshalb ich echt den Eindruck habe, dass das Johannesevangelium so etwas ist, wo der Herr mir sagt, du musst über, ich sollte auch den Titel so wählen, wir müssen über Jesus reden. Wir müssen, ja, es ist dringendst, dass wir über Jesus reden. Weil wisst ihr, es geht verloren, ja. Das ist so ein bisschen, ach, Evangelium kenne ich ja schon. Und ich hab jetzt alle vier Evangelien inklusive Apostelgeschichte einmal komplett jetzt selbst nochmal durchgemacht und habe so für mich auch wirklich nochmal gemerkt, Mensch, da sind jetzt schon wieder Sachen gewesen, die waren irgendwie, hattest du nicht mehr so auf dem Schirm, ja. Und das ist einfach schlimm, weil in den Evangelien Jesus redet. Und es ist für mich einfach nicht richtig, dass der Fokus auf alles andere gelegt wird im Moment, insbesondere Corona, Endzeit, Impfung, Antichrist und was weiß ich noch alles, aber man hat nicht den Blick auf Jesus. Also ich hatte so den Eindruck, dass der Herr sagt, wir müssen dringend, ja, dieses dringend über Jesus reden. Dringend, ist es dringend. Also mache ich das auch zu dieser dringenden Angelegenheit, wenn ich den Eindruck habe, ich soll das tun. Und wenn jetzt diese Reihe Hör auf zu glauben ausläuft, werden wir nochmal die Reihe Salomos Weisheiten wiederholen. Ja, das war ja so diese bisschen härtere Kost. Wir haben jetzt viel über Gnade gesprochen, aber jetzt widmen wir uns nochmal ein bisschen härterer Speise auch und gehen nochmal in die Reihe Salomos Weisheiten. Und danach, ich weiß es nicht, das werde ich ja dann kurzfristig sehen, aber ich glaube, dann gehen wir an den Wahrheitgeber. Da bin ich ja am Arbeitsheft dran. Ich glaube, das ist dann so das nächste. Nächstes Jahr zu Finanzen und Gebet. Ich freue mich schon sehr. Also so viel Ankündigung. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Mittwochsimpuls. Ich glaube, ich. Nein, ich mache da einfach weiter. Und wenn ihr das irgendwann nochmal hört, dann kann man das ja vorspulen. Ich hatte für heute im Herzen, mit euch in das Buch zu gehen, der Segen Gottes für seine Kinder, Arbeitsheft, und zwar auf der Seite 18. Dort habe ich ein paar Punkte, die wir jetzt mal uns angucken, über die wir reden und die wir auch in der Bibel nachlesen. Und zwar habe ich als er der erste Absatz, den ich geschrieben habe, über den wir sprechen, Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Er hat ihm alles gelingen lassen. Durch Jesus treten wir in diesen Segen ein. Nur durch ihn können wir als Heiden dieses Erbe antreten und mit ihm erhalten wir alle Segnungen. Und dann gehen wir mal in 1. Mose 24,1. Erster Mose 24,1. Und Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Ja, also das ist die Bibelstelle dazu. Dann Sprüche 16,3 habe ich euch notiert. In Sprüche 16,3 heißt es: Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Ja, und dann, ich lese auch mal hier weiter, beziehungsweise ich lese mal Sprüche 16 ab dem Vers 1. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen, aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn. Alle Wege des Menschen sind rein, wisst ihr, das ist genau die Sache, über die ich in diese Woche im Broadcast auch gesprochen habe oder noch spreche, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, dass das, was wir im Herzen haben, weil irgendetwas in unserem Leben noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte, also segenmäßig oder Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Ehe, was auch immer, eure Kinder, was, egal was, das sehen wir hier, dass wir uns dadurch nicht verleiten lassen dürfen, Recht zu reden, also die Wahrheit zu sprechen. Ja? Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen. Aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn. Wir müssen recht antworten, wir müssen Wahrheit sprechen, egal was es für uns bedeutet. Und wenn wir eben diese Sache irgendwie noch nicht im Glauben im Griff haben, dann ist es nicht, weil Gott es nicht will oder weil es die Wahrheit ist. Ja? Viel zu oft machen wir das, was wir fühlen oder das, was wir glauben oder denken oder sehen oder wahrnehmen, zu unserer Wahrheit. Das ist nicht richtig.
Vers 2, alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Also alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, also in den Augen des Menschen, ja? Die Menschen gehen und denken, ach so wie ich das mache, ist das schon richtig. Ach so wie wir das lehren, ist das schon richtig. Ach so wie ich das denke, ist das schon richtig, ja? Nein, alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, in den Augen des Menschen, aber der Herr prüft die Geister. Also Gott prüft die Geister und wenn wir komplett hingegeben sind, dann wird er uns diese falschen Wege zeigen und er wird uns zeigen, pass auf, da bist du falsch. Aber wenn wir ganz stur und eigensinnig an unserem festhalten, dann ist es einfach problematisch. Weiter heißt es, befiehl dem Herrn deine Werke, so was ich eben gesagt habe, vollkommene Hingabe, und deine Pläne werden zustande kommen. Und dann den Vers 4, den ich eben noch hatte. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Dann geht es noch weiter, könnt ihr selber mal weiterlesen, Sprüche 16. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel, die Hand darauf, sie bleibe nicht ungestraft. Also, Stolz sollten wir tunlichst vermeiden. Und Stolz ist auch der Grund, warum Gott erlaubt, dass Satan uns schlagen darf, wenn ihr nochmal den Dorn im Fleisch selber lest. Dazu, für die, die mit dem, die an diesem Thema mit dem Dorn im Fleisch sich gerade die Zähne ausbeißen. Also für mich ist der Dorn im Fleisch klar. Psalm 20,5 habe ich noch. Ergebe dir, was dein Herz begehrt, und lasse alle deine Vorhaben gelingen. Wisst ihr müsst euch immer wieder klar machen, es gibt einen Unterschied zwischen den Gottlosen und den Gerechten. Ja? Und wir hatten eine Stelle, hatte ich die Tage mit einer Schwester, da ging es auch nochmal irgendwie um den Dorn im Fleisch. Und zwar war das eine Stelle, wo ein Engel des Satans kam und schlug ihn. Kommen wir dann hin, wenn wir Johannesevangelium machen. Ja, es war nämlich bei Herodes. Herodes hat eine Rede gehalten und also Herodes Agrippa hat eine Rede gehalten und das Volk hat gesagt, oh, das muss von Gott sein. Und er hat sich quasi die Ehre genommen und dann hieß es, und ein Engel des Herrn schlug ihn. Also der Engel des Herrn schlägt auch Menschen. Ja. Aber wen schlägt er denn da? Ja, also da absolut ähnlich wie beim Dorn im Fleisch, wegen des Erhebens, ja, also nicht Gott die Ehre zu geben, sondern sich selbst die Ehre zu nehmen. Und also da sehen wir, okay, ganz klar, genau dieser Stolz. Aber der Unterschied zwischen Gottlosen und Gerechten. Also ich glaube nicht, dass Herodes Agrippa gerecht war, dass er ein Gerechter war. Also es gibt Unterschiede. Und dann natürlich, den habe ich jetzt hier nicht, den schreibe ich mir jetzt selber in mein eigenes Heft rein. Galater 3, 13 und 14 könnt ihr da noch dazu schreiben. Also dieses Heft, ja, der Segen Gottes für seine Kinder, ich habe es schon mal gesagt, das ist nicht abschließend. Und dafür, dass es nicht abschließend ist, steht ganz schön viel drin. Aber es ist nicht abschließend. Ihr könnt dieses Buch und dieses Heft selber ergänzen um eure Offenbarungen noch. Galater 3, Verse 13 bis 16. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Ja, so. Also Segen, ja, Segen, Segen. In dem Buch geht es nur um Segen. Dann habe ich den zweiten Absatz, da habe ich geschrieben, Gott hatte Abraham reich gesegnet, dass er groß geworden war, denn er hatte ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Wir sind mit Jesus in einen besseren Bund eingetreten. Gott segnet uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Kennst du seine Herrlichkeit? Wenn wir jemanden nicht kennen, gehen wir nicht mit ihm und glauben und vertrauen ihm unter Umständen nicht. Aber es ist unverdient, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gesegnet sind. Nur weil wir durch das Werk am Kreuz, also der Tausch, Kinder Gottes werden konnten, können wir jetzt dieses Erbe annehmen und darin wandeln.
Wir haben unseren alten Menschen mit Jesus mitgekreuzigt, sodass wir jetzt mit ihm in dem neuen Bund leben können. Okay, schauen wir uns Bibelstellen dazu an. 1. Mose 24, die Verse 35 bis 36. Dort heißt es, also das Kapitel an sich 24, finde ich, da könnt ihr sehr viel über den Segen lesen. Lest gerne mal 1. Mose 24 komplett. Und dann heißt es hier ab dem Vers 35, was habe ich, 35 und 36. Und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist, denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Also, wir sehen, der Segen Gottes. Dazu würde ich gerne mal noch eine Sache sagen. Ja, im Neuen Testament, also ihr wisst ja, Alter Bund, Altes Testament. Neues Testament, Alter Bund. Neues Testament, neuer Bund, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist. Also wir müssen es wirklich unterscheiden. Und wenn wir jetzt nur uns auf das Neue Testament beziehen und lesen, was da alles, ja, lesen die Briefe des Paulus, ja, des Johannes, von Petrus, Jakobus. Wir lesen diese Briefe, dann könnte es den Anschein erwecken, als würde das Alte irgendwie nicht mehr gelten. Ja, als wäre so das Alte einfach überholt. Der alte Bund ist überholt, aber der Segen des alten Bundes besteht ja weiterhin. Denn der Segen Abrahams ist ja durch Jesus jetzt auch zu uns gekommen. Also wir können nicht sagen, ach, jetzt sind wir im Neuen Testament und jetzt gilt das Alte alles nicht mehr. Ich halte das für sehr, sehr gefährlich und ich glaube manchmal, dass viele das selber noch nicht als Wahrheit erfasst haben. Also für mich war das eine Offenbarung. Ich habe das auch nie irgendwo, glaube ich, gehört. Oder wenn, dann habe ich es irgendwann mal nebenbei gehört und der Herr hat mich dann daran erinnert. Aber es war plötzlich in meinem Bewusstsein diese Unterscheidung zwischen Altes Testament, Alter Bund, Neues Testament, Alter Bund, Neues Testament, Neuer Bund. Das war einfach plötzlich da und ich habe erfasst, was das bedeutet. Und wenn wir im Neuen Testament Neue Bund lesen, dann müsst ihr wissen, dass wir in diesem neuen Bund so frei geworden sind, dass wir jetzt Gott gut dienen können, weil wir müssen uns jetzt nicht mehr stressen mit all dem, was im alten Bund, ja, der sich falsch zu verhalten, dann, dass der Fluch über mich kommt, das Gesetz zu halten, dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, der mit diesem Halten der Gebote einhergeht, der ist von uns genommen worden, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Das heißt, im Neuen Testament, so, ja, im Neues Testament, ich rede jetzt mal dann eben ab den Briefen, Apostelgeschichte finde ich, ist jetzt auch sehr schön, weil da haben wir ja zum Teil eben noch, Jesus ist dann auferstanden und begegnet auch den Jüngern, also das ist einfach mal die Apostel betrachtet. Aber ich sage jetzt mal ab dem Römerbrief, wo Paulus die Briefe schreibt, wir können jetzt Gott in diesem neuen Bund richtig dienen. Ja? Wir können ihm dienen, weil wir von all dem Leid, von der Sünde, von all dem frei geworden sind. Wir sind frei gemacht worden jetzt für den Dienst der Gerechtigkeit. Das heißt, der neue Bund hat uns einfach ja, frei gemacht. Ich empfehle euch, die in den Seminarreihen, wer jetzt irgendwie neu dabei ist, ich werde jetzt in Zukunft einfach immer euch sagen, wo ihr noch mal was findet, um das Thema zu vertiefen. Diese Reihe Alter Neuer Bund, ja, mit dem Hebräerbrief, 17 Beiträge, 17 Audiobeiträge in den Seminarreihen. Dann empfehle ich euch das Online-Seminar Gefallene Schöpfung. Und das Evangelium, genauso wie das Online-Seminar Fluch und Segen, das kann ich euch auch empfehlen. Das ist auch sehr, sehr gut in Bezug auf diese Sache. Damit ihr lernt auch in diesem neuen Bund der Gnade zu wandeln. Aber das heißt nicht, dass das Alte Testament nicht mehr gilt.
Ja, das gilt weiterhin. Wir dürfen nichts wegnehmen aus der Schrift. Im Gegenteil, wir lesen jetzt hier und wir schauen uns jetzt hier an oder haben gerade gelesen, was Abraham für einen Segen hatte. Und durch Jesus kam dieser Segen zu uns. Das heißt aber nicht, dass jeder von uns diesen Segen in seinem Leben haben wird. Möchte ich euch einfach auch sagen, warum? Weil jeder von uns jetzt in diesem neuen Bund eine eigene Aufgabe hat. Und wenn jetzt jemand den Auftrag bekommen hat, in die Mission zu gehen oder auch am kommenden Sonntag im Broadcast, das ist der vierte Teil dieser Audioreihe, die ich gerade mache, dort gebe ich euch Zeugnis, dass ich, also vor ein paar Tagen, der Herr mich zu einem Obdachlosen geschickt hat, der das Evangelium verkündet. Wisst ihr, das hat mich aus den Schuhen gehauen fast. Also da gebe ich euch Zeugnis darüber, wie das war. Wir haben uns bestimmt eine Stunde unterhalten. Das heißt, jetzt würde ich zu dem kommen und würde sagen, hey, du darfst hier nicht auf der Straße leben, weil Gott hat ja so viele Segnungen für dich und guck mal, was der alles für dich hat. Der guckt mich an, das hat er auch gesagt. Ich habe gesagt, hast du wirklich keinen Platz, wo du hingehen kannst? Und dann hat er gesagt, ich habe doch ein Haus. Ich habe und eine Wohnung. Ich habe ihn angeguckt und ich habe allen Ernstes geglaubt, dass er eine Wohnung hat oder ein Haus. Ich habe absolut in Betracht gezogen, dass er so viel Geld hat, dass er irgendwo ein Haus hat. Und dann habe ich gesagt, echt jetzt? Und dann sagt er, ja, mein Haus ist oben im Himmel. Und ich bin halt jetzt im Moment nur noch nicht dort, weil ich habe hier noch was zu erledigen. Und das war sein absoluter Glaube und es war genau richtig. Und er sitzt genau am richtigen Platz. Also wie gesagt, kommenden Sonntag im Broadcast spreche ich darüber, der vierte Teil der kurzen Audioreihe. Das heißt, ich kann ja über Segen reden, aber wenn jemand einen Auftrag bekommen hat, dann hat Gott ihm auch die Gnade gegeben. Und dann lebt diese Person auf der Straße, aber hat alles, was sie braucht. Und diese Person ist glücklich. Ja, das heißt, wir müssen da auch ein bisschen aufpassen. Ihr solltet nie jetzt oder ihr solltet jetzt nicht in diese Falle tappen. Oh ja, ich will den Segen, ich will den Segen, ich will den Segen, ich will den Segen. Aber ihr seid noch gar nicht wirklich hingegeben. Worum es mir hier geht, ist aufzuzeigen, dass das, was viele behaupten, einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Lesen wir Hebräer 8,13. Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Und das ist eben das Gesetz Mose, ja, die Gebote, das Halten, wenn ich gehorsam bin, wenn ich alles richtig mache, dann liebt Gott mich und dann komme ich in den Himmel. Das ist der alte Bund, ja. Und der ist falsch. Das ist der alte Bund. Der alte Bund ist überholt. Da könnt ihr dann wirklich die Hebräerreihe dazu hören. Hebräer 9,13. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigung heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? Ja, genau darum geht's. Der alte Bund konnte uns nicht wirklich frei machen. Ja, die Schuld lastete weiter auf uns. Aber das Blut Jesu hat uns jetzt frei gemacht. Es reinigt uns von allem, ja, von jeglichem. Es reinigt das Gewissen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Darum geht es eben hauptsächlich im Neuen Testament, im Neuen Bund. Da ist quasi das all andere alles inbegriffen, plus die Sündenvergebung, plus die Reinwaschung und jetzt kann ich Gott dienen. Jetzt kann ich Gott wirklich dienen und bin nicht mehr verstrickt in all diese toten Werke, ja, in meinem Leben, weil Christus mich davon befreit hat. Dann gehen wir noch in Hebräer 10, Verse 19 bis 25.
Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat. Er hat ihn eingeweiht. Jesus hat diesen neuen Weg eingeweiht. Als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ja? Und dann, ich würde es gerne mal weiterlesen, weil das vielleicht für den einen oder anderen von euch auch noch wichtig ist, weil das, finde ich, das ist im Moment jetzt einfach so eine Zeit. Es kann sein, dass eben wenn diese Wehe vorüber ist, dann kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein und dann ist es wieder ein bisschen sanfter. Aber gerade jetzt in so turbulenten Zeiten, wo auch der Feind alles daran setzt, auch Gläubige zum Fall zu bringen, lese ich uns ab dem Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ich habe da auch drüber gesprochen, in diesen vier wichtigen Teilen im Broadcast jetzt, diese Versammlungen nicht zu verlassen. Wisst ihr, es heißt ja auch danach, dass die Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Ja? Das zeigt mir, dass es hier bei diesen Versammlungen darum geht, dass hier Ermahnung gesprochen wurde. Und das hat einigen, passt es nicht. Und die wollen das nicht hören, also verlassen sie die Versammlung. Ich glaube, dass da nicht das damit gemeint ist, dass wir in Versammlungen gehen, wo uns nicht Wahrheit gesprochen wird. Ich glaube nicht, dass Gott es will. Warum weiß ich das? Weil uns der Paulus im Korintherbrief sagt, dass wenn jemand unserer Brüder, wenn jemand sich Bruder nennt und ein Götzendienstdiener ist, ein Habsüchtiger, ein Trunken, dann zählt ihr das auf, alles auf. Da sagt Paulus, mit so einem sollt ihr nichts zu tun haben, mit dem sollt ihr sogar noch nicht zusammen essen. Und das zeigt mir, dass da hier mit dem Verlassen der Versammlung nicht gemeint sein kann, dass man einfach munter weiter irgendwohin in eine Kirche tappt oder in eine Gemeinde tappt und quasi sagt, oh je, ich habe Angst, ne? Ich soll ja die Versammlung nicht verlassen. Naja, die Frage ist, wirst du dort ermahnt? Bekommst du dort Wahrheit? Wird dir dort Wahrheit verkündet? Wisst ihr, das ist nicht schön, wenn der Heilige Geist über einen überführt von einer Sache. Das ist für mich auch nicht, ja, das, aber ich freue mich. Nee, ich muss sagen, ich freue mich, wenn der Heilige Geist mich überführt, weil ich weiß, da wartet was Besseres auf mich. Aber darum geht es hier, sondern einander ermahnen. Bei diesen Versammlungen steht im gleichen Satz, der Satz ist nicht fertig hier. Ja, dass einige, Versammlungen sollen nicht verlassen werden, wie es einige zu tun pflegen. Damit ist nicht ein Punkt, da ist kein Punkt, da geht es weiter. Ja, sondern einander ermahnen. Das heißt, die Versammlungen sind da, um aufeinander aufzupassen. Die Versammlungen sind da, um einander zu ermahnen. Die Versammlungen sind da, dass einer auf den anderen Acht gibt, damit er nicht vom Weg abkommt. Dafür sind die Versammlungen da. Also ist mein Verständnis davon. Und dann wisst ihr, weil es heißt ja, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also je näher der Tag kommt, wo die Entrückung stattfindet oder wenn wir nicht mehr da sind und die Trübsalzeit kommt, dann gibt es ja die Bibel immer noch. Ja, das Wort Gottes bleibt ja auch da noch. Und dass dann eben das Gericht kommt für diese Menschen, die in der Trübsal sind, wird es ja noch viel schlimmer. Ja. Gott sagt uns ja, oder Jesus sagt uns in der Offenbarung 3, ab dem Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Das heißt, Jesus hat uns versprochen, dass wenn wir daran festhalten, dass wir bewahrt werden. Ich schreibe Schmitz hier auch noch dazu, Offenbarung 3, Vers 10. Ja, könnt ihr da noch gut ergänzen. Also er wird uns bewahren.
Ich mache diese Seite nicht ganz fertig, das schaffen wir gar nicht. Ihr seht, was da in diesem, in dem Arbeits, da ist echt einiges drin. Ich hole einfach immer nur einen Teil raus. Lesen wir den nächsten Absatz, den ich geschrieben habe. Da habe ich geschrieben: Gott sprach zu Jakob und teilte ihm sein Wort an ihn mit. Durch das, was Jesus für uns getan hat, gelten diese Aussagen auch für uns. Wir sind in diesen Bund eingetreten. Gott sagte ihm, dass er sich nach Westen, Osten, Norden und Süden ausbreiten soll. In ihm sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Gott spricht auch zu dir. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst. Gott verlässt uns nicht und was er zusagt, das hält er. Er ist kein Lügner. Der Teufel ist ein Lügner und wird dir die Verheißungen ausreden wollen. Doch Gott war schon immer gut, gerecht, treu, barmherzig und mit denen, die ihn lieben und Gutes erwarten. Okay, schauen wir uns die Bibelstellen an. 1. Mose 28. Ab dem Vers 12. Ich lese mal ab dem Vers 10, das ist nämlich Jakobs Traum mit der Himmelsleiter. Darüber habe ich auch gesprochen in diesen vier Teilen jetzt im Broadcast, glaube ich. Ich glaube, es war da mit der Himmelsleiter. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja? Ich wiederhole es. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, da ist jetzt nicht nur von Israel die Rede. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten. Überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Wisst ihr, was Jakob hier bewusst geworden ist, dass Gott hier ist, dass Gott allgegenwärtig ist? Und darum geht es auch so ein bisschen im Johannesbrief, dass Jesus lebt. Ja, also wir müssen über Jesus reden. Jesus lebt. Jesus ist nicht ein Hirngespinst, der jetzt zu Rechten Gottes sitzt und den das jetzt alles nicht interessiert, was mit euch hier auf der Erde ist, sondern Jesus lebt. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und was Jakob hier begriffen hat in dem Moment war, er hat den Himmel offen gesehen. Das heißt, Gott hat ihm einen Blick gegeben, sodass er sehen konnte, der Himmel ist ja offen. Und ja, die Engel, das sind dienstbare Geister Gottes. Ja, Gott schickt dienstbare Geister, damit sie uns helfen. Er hat auch Jesus dienstbare Geister geschickt. Entgegen der Irrlehre, der Esoterik, dass wir mit Engeln kommunizieren und dass wir Engel anrufen, gibt es auch bei Christen. Wir bitten Engel, dass sie was tun. Das ist falsch. Das ist eine absolute irreführende Lehre. Jakob sah den Himmel offen und er sah die Engel auf- und absteigen. Und die Engel sind dienstbare Geister, die Gott schickt, um uns hier zu unterstützen, um uns hier zu helfen. Ja, also wir können also auf Gottes Hilfe hoffen, weil der Himmel offen ist. Wir sehen es nur nicht. Ja, deshalb die Reihe biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft, die zwei Riesenteile zur Quantenphysik, wo ich euch mal
bisschen den Kopf gesprengt habe, ja, also soweit wir überhaupt unseren Kopf versprengen können, wisst ihr, Gottes Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Wir meinen immer mit unserem Köpfchen hier könnten wir das alles verstehen. Ich sag euch, gar nichts können wir. Wenn Gott uns mal einen Hauch gibt, wie jetzt zum Beispiel die Quantenphysik, über die ich euch das jetzt auch mal erklärt habe, ja, dass im Grunde genommen die Wissenschaft immer mehr bestätigt, wovon die Bibel schon lange spricht, ja, von diesem geistlichen Bereich. Das ist einfach, es ist, ja, für mich ist es einfach nicht unfassbar. Für mich ist es herrlich, ja, dieses, das zu entdecken im Wort Gottes. Also Jakob sah das, ja, also und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst. Und das gilt auch für uns, die wir Kinder Gottes geworden sind. Und wem permanent irgendwelcher Mist passiert, der im Grunde genommen dem Fluch gleicht, den wir in 5. Mose 28 lesen, egal in welchem Bereich, der sollte vielleicht, wenn es jetzt ein Christ ist, sind ja viele, die schon seit 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren Christ sind, die einfach eben Religiosität gelebt haben. Wisst ihr, religiös wäre es auch, wenn ich sage, okay, der Herr hat mir einmal gegeben, ich soll Dienstag, Donnerstag, Sonntag Broadcast-Beiträge sprechen. Und das behalte ich jetzt für immer in diesem Dienst bei, weil es hat ja funktioniert, ja. Das ist nicht richtig. Dann wird es eine Tradition. Dann wird es eine religiöse Tradition. Ich muss das so machen, wie der Herr mir das zeigt. Und ich kann euch sagen, ab nächstem Jahr wird es jeden. Nein, ich sag nichts. Also am nächstes Jahr wird sich was ändern. Der Herr hat was anderes noch zusätzlich für euch. Nicht weniger, sondern zusätzlich, das euch segnen mag. Also das war 1. Mose 28. Gehen wir in die nächste Bibelstelle. Johannes 8,44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das heißt, die nicht aus Gott sind und sind immer noch, Psalm 1, ich glaube Vers 5, Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wer nicht aus Gott ist, hört die Wahrheit nicht, weil er immer noch unter der Lüge steht. Er hört immer noch die Lügen. Er ist noch unter Umständen gar nicht neu geboren worden. Er ist unter Umständen noch gar nicht wirklich umgekehrt. Also muss mir hier wieder eine Bibelstelle ergänzen. Also Johannes, was hatte ich gerade eben gesagt? So, und dann haben wir noch hier Römer 3, 4. Ich lese ab dem Vers 3. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig. Jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Das heißt, wir müssen erfassen, dass aus unserem Fleisch nichts Gutes kommt. Ja, die Bibelstellen kennt ihr alle mittlerweile. Also in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes und der Mensch redet Lüge. Also wir dürfen nicht auf Menschen mehr hören wie auf das Wort Gottes. Ja, also ich finde das einfach, gerade das Thema Gesundheit, finde ich einfach, ist so ein Gesundheit und Geld. Ja, Gesundheit, Geld und Heiliger Geist, sagen wir mal so. Ich könnte es fast auf diese drei Bereiche, die großen Streitthemen unter Christen. Ja, die großen Streitthemen unter Christen. Aber
Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Deswegen ist für mich das Wort Gottes die Nummer 1. Hebräer 13, 8. Jesus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ich lese noch weiter. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen haben, die mit ihnen umgingen. Also, unser Herz wird fest durch Gnade. Das ist wichtig. Wir müssen in der Gnade wandeln, in den Wahrheiten wandeln. Gott glauben und uns nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben lassen. Also für mich war ja, Punkt. Dann habe ich noch 2. Korinther 1, Verse 20 bis 22 aus der Luther, das habe ich hier abgedruckt. Denn auf alle Gottes Verheißung in ihm, das ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ja, also in Gottes Verheißungen ist es Ja und ist es Amen. Das heißt, selbst im Alten Bund, wenn ich vor oder wenn ich erst 1. Mose, wenn ich den Gehorsam gehe, Segen durch Gehorsam, und ich habe, dort steht, dass Krankheit unter dem Fluch steht, und ich in diesem Leben unter Krankheit leide, müsste ich mich sogar altbündlich, müsste ich mir die Frage stellen, bin ich irgendwo ungehorsam? Oder müsste ich mir doch fairerweise stellen, wenn ich nach dem alten Bund gehe? Das heißt, ich müsste sagen, okay, wenn ich krank bin, habe ich mir das selbst verschuldet, weil ich irgendwo ungehorsam war. Gott, wo war ich ungehorsam? Wo bin ich nicht auf deinem Weg gewandelt? Im neuen Bund sind uns die Verheißungen gegeben, dass Jesus alles getragen hat, den Fluch getragen hat. Das heißt, der Fluch aus 5. Mose 28 gilt für mich nicht mehr. Warum? Weil Jesus den Fluch getragen hat. Kann ich das glauben? Ja, aber ich habe ja Krankheit. Ja, das mag sein. Das liegt aber dann daran, dass irgendwo bei dir noch etwas nicht an Wahrheit da ist. Und wisst ihr, es ist so wichtig. Ihr sollt jetzt keinen Druck bekommen. Ja, aber ich habe das doch noch, ich habe das doch noch. Das ist jetzt Druck zu bekommen, ist ein klassisches Zeichen für Werksgerechtigkeit. Ich krieg's nicht hin. Ihr kriegt's auch nicht hin allein. Ihr kriegt's nicht hin. Ihr müsst euch hingeben. Ihr müsst euch Gott hingeben und ihr müsst sagen, Gott, ich allein kann nicht. Hilf mir. Das Leben prüfen lassen von Gott. Was will er von euch? Wisst ihr, ich kann ja nur wirklich, das ist so die letzten 3 Jahre. Die körperlichen Beschwerden, die ich hatte, hatte ich vorher nicht. Ich hatte in diesen 3 Jahren körperliche Beschwerden, die ich vor meiner Bekehrung nicht hatte. Ist doch interessant, oder? Ich hatte körperliche Beschwerden, die ich vor meiner Bekehrung nicht hatte. Naja, gut, dann muss wohl Gott Krankheit wollen, weil jetzt bist du ja gläubig, es kann ja irgendwie nicht sein. So bin ich an die Sache nicht rangegangen. Sondern ich habe durch Gebet erfasst, dass ich Dinge tue, die nicht auf dem Weg sind, den Gott für mich vorgesehen hat. Das heißt, ich bin in vielen Bereichen im Fleisch gewandelt. Und wenn ich im Fleisch wandle, dann wandle ich im Fleisch und nicht im Geist. Und das hab ich in Angriff genommen und habe überwunden mit dem Herrn, viele Situationen überwunden. Und es wurde viel, viel, viel besser. Ich hatte zum Beispiel ganz oft nachts Kopfschmerzen. Das habe ich so gut wie gar nicht mehr. Selten, ab und zu noch, aber dann weiß ich auch, woran es liegt.
Aber ich gehe nie an den Punkt, dass ich sage, dann muss das Gott wohl wollen, weil das wäre falsch. Das wäre falsch, weil ich bin ein Kind Gottes und ich bin vor ihm gerecht. Und er will das nicht. Er will das nicht. Aber ich habe halt auch einen Beitrag dazu zu leisten. Wisst ihr, wir müssen es ja auch in Anspruch nehmen. Meine Tochter zum Beispiel, ihr glaubt das nicht, was sie für einen Glauben hat. Was Gesundheit angeht. Die ist jetzt 14, wird sie. Ich weiß gar nicht, wann sie mal krank war. Ich glaube, ich kann an zwei Händen abzählen, wann dieses Kind mal Bauchschmerzen hatte oder Übelkeit oder ein bisschen Schnupfen oder sonst etwas. Es kam noch nicht vor. Ein Kinderarzt sieht uns nie, ja, zu den Impfungen oder den U-Untersuchungen waren wir da, aber ansonsten nie. Einmal hatte sie eine, da war ich aber noch in der Esoterik unterwegs, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, Homöopathie, da hatte sie einen geschwollenen Lymphknoten, ja, der war 2 Zentimeter dick. Das war hier eine richtige Beule. Und ich bin zum Kinderarzt und dann hat die sofort gesagt, ja, dann müssen Sie jetzt wieder, dann müssen wir Antibiotika und dann muss das operiert werden, das muss aufgeschnitten werden. Da, 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 da. Und da bin ich nach Hause gegangen und habe damals noch mit Quarkwickeln und Schüsslersalze dieses Thema in 4 Tagen erledigt gehabt. Wisst ihr, ich habe noch nie auf die Meinung der Ärzte mehr Wert gelegt, wie das, was ich wusste. Früher wusste ich es besser, weil ich habe ja dann gar die ganzen Dinge gelernt, ja. Aber heute habe ich noch was viel Besseres. Heute habe ich Gottes Verheißung. Ich habe heute Gottes Wort. Ja? Und meine Tochter hat diesen Glauben. Die ist als Kind permanent, als Baby schon oder mit 1, 2 Jahren permanent auf kalten Fliesen barfuß gelaufen. Das macht sie heute noch. Sie geht raus mit T-Shirt, mit dünner Sweatshirtjacke, dass ich manchmal denke, das gibt's doch einfach nicht. Und dann sagt die Mama, ich habe Gott, ich werde nicht krank. Und dann sage ich immer, naja, du musst aber auch Gott nicht herausfordern. Ja, wenn ich denke, dass ich eine Jacke anziehen soll, ziehe ich eine an. Macht sie dann ja auch, ja. Aber wisst ihr, da müssen wir einfach auch uns eingestehen, okay, Vater, ich bin da schwach. Hilf meinem Unglauben, statt sich eben auf die Lügen zu stellen. Ich mache jetzt doch noch den vierten Absatz, weil dann haben wir die Seite 18 durch. Alles, was uns Gutes widerfährt, liegt allein daran, dass wir als Kinder Gottes den Segen des Vaters haben. Gib ihm immer den Dank und die Ehre für das, was Gutes passiert. Aber auch, ich würde das jetzt eigentlich ergänzen wollen, natürlich für das, was Gutes passiert. Aber wenn wir reife Christen werden, dann danken wir Gott in allem. Warum können wir das machen? Römer 8, 28. Weil wir Gott lieben und weil alle denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Das heißt auch, wenn etwas nicht Gutes passiert, wird etwas Gutes für mich daraus werden, weil es einfach im Einklang mit dem Wort Gottes ist. Lobe und preise dich nicht selbst. Ja, haben wir wieder Dorn im Fleisch. Der Vater, unser Gott, ist mit uns. Von ihm kommen nur gute und vollkommene Gaben. Wenn du etwas nicht bekommst, etwas, was du unbedingt haben willst, liegt es vielleicht daran, dass es nicht gut und vollkommen für dich ist. Lege es dem Vater hin und vertraue seiner Aussage, dass nur gute und vollkommene Dinge vom Vater kommen für dich, zu dir. Du stehst dir sonst selbst im Weg. 1. Mose 31. Gehen wir nochmal. Und zwar. Den Vers B habe ich eigentlich. Ich lese mal ab dem Vers 4. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen und sprach zu ihnen: Ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ja, Gott ist mit uns. Dann haben wir noch Jakobus 1,17. Jetzt, ab dem Vers 16 lese ich. Nein, ich schließe mal ab dem Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen.
Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das heißt, wenn wir oder wenn Christen sagen, ach, das ist alles so anstrengend und der Teufel und wieder eine Versuchung und da und da und da und da, dann sehen wir, wir werden versucht, weil unsere eigene Begierde es, ja, unsere eigene Begierde reizt. Und dann wird quasi die Versuchung wie angelockt, ja? Das ist wie die, wie das Licht die Motten anzieht. Wenn du in dir drin noch eine Begierde hast, dann sorgt das dafür, dass der Teufel aktiv wird und dir eine Versuchung anbietet, ja? Was Gott tun kann, es geht um die Versuchung, was Gott tun kann, er kann zulassen, dass du oder dass du in Prüfungen gehst, ja? Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste gebracht, um vom Teufel versucht zu werden. Aber was sehen wir da? Die Bibelstelle, die sich für mich absolut im Einklang damit ist, ist, dass Gott sagt, oder Paulus uns schreibt, keine Versuchung geht über unsere Kraft. Gott hat immer auch den Ausgang geschaffen. Das heißt, wenn Gott uns in eine Versuchung führt oder an einen Platz führt, wo wir versucht werden können, hat er auch alles uns gegeben, um dieser Versuchung zu widerstehen. Ja, Jakobus 4,7. So war es bei Jesus. Aber wenn du irgendwo, ich sag jetzt mal, in eine Versuchung geraten bist und du hast nicht widerstanden, dann liegt die Vermutung nahe, dass eben in dir drin diese Begierde noch nicht wirklich getötet worden ist. Ja, dass die einfach noch nicht tot ist, begraben ist, ja, beerdigt ist mit Jesus. Es ist etwas aus unserer alten Schöpfung. Und meistens halten wir aus irgendeinem Grund daran noch fest, ja. Dass wir irgendwie noch denken, ach nee, das will ich nicht so ganz loslassen und so weiter. Dann hat eben der Teufel einfach freie Bahn. Aber wenn wir Gott vollkommen hingegeben sind, Römer 12, Vers 1 und 2, wird er, wenn wir uns, ja, wenn wir das zulassen, wenn wir ihn an der ersten Stelle haben, das Wort an der ersten Stelle, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wird er unsere Gedanken und Sinne verändern. Das heißt, eine Versuchung oder du hast eine Begierde und vielleicht ein halbes Jahr später ist diese Begierde tot in dir. Die ist dann wie tot, weil du so verändert worden bist, dass du dann mit deinen Sinnen, darüber habe ich ja auch schon viel gesprochen, ja, dass wir ja das wahrnehmen mit unseren Sinnen, so kann der Teufel uns auch manipulieren, weil unsere Sinne erneuert sind. Das heißt, wir registrieren bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr, weil unsere Sinne neu sind. Wir haben darauf überhaupt gar keinen Blick. Es geht irgendwie an uns vorbei. Und in uns drin ist nichts, was aufflammt, sag ich mal, worauf der Teufel reagieren könnte. Ja? Also, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner inneren Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn wir die Begierde empfangen, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, begiert den Tod. Ja? Also Trennung von Gott. Mit jeder Sünde gehen wir ein Stück von Gott weg. Tod bedeutet letztlich, von Gott getrennt zu sein. Und der ewige Tod bedeutet, für immer von Gott so getrennt zu sein. Wisst ihr, jetzt können wir zu Gott rufen. Und wir können umkehren. Jetzt haben wir eine Zeit, wo wir umkehren können. Oder wir sind umgekehrt. Oder wo du, wenn du noch nicht umgekehrt bist, umkehren kannst. Jetzt haben wir die Zeit der Umkehr, ja, die Gnadenzeit. Aber es wird dann eine Zeit kommen, also dann auch, wenn die Christen entrückt sind, es kommt die große Trübsalzeit, dann ist das Licht hier quasi weg, ja, auf der Erde. Erstmal, das wird eine Zeit, die eine große Versuchung, die über den Erdkreis kommt und auch da können noch Menschen gerettet werden. Ich möchte diese Zeit nicht erleben. Also ich werde alles dran setzen, fest zu bleiben und beim ersten Mal dabei zu sein. Aber dann, wenn dann das Gericht da ist und es kommt quasi die ewige Verdammnis, dann können die Menschen rufen, so viel sie wollen. Dann haben sie sich zu Lebzeiten dazu entschieden, nicht auf Gott zu hören. Gott ist ihnen egal und dann sind sie auch Gott egal am Ende. Ja?
noch kämpft Gott um ihre Herzen, aber dann ist der Punkt einfach das Ende, dass Gott sagt, so, dann wollt ihr eben wirklich nicht, ja, dann der Tod. Also einmal jetzt geistig betrachtet und jetzt mal physisch betrachtet, wenn wir in der Sünde wandeln und eben nicht im Wort Gottes und nicht in der Wahrheit und nicht im Geist, dann hat das einfach auch auf unseren Körper Auswirkungen, ja. Das ist einfach so. Und wenn ich mir Christen angucke, die mit bestimmten Dingen zu tun haben, dann ist auch genau das der Fall. Sie sind zwar Christen, aber sie wandeln wie die Menschen der Welt. Ja, sie beschäftigen sich, ihre Sorgen sind die gleichen Sorgen wie die der anderen, die Menschen der Welt, die Gott gar nicht haben. Also es ist kein großer Unterschied zu sehen. Aber wir wollen es ja anders machen. Weiter heißt es, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Das heißt, wir sind gezeugt worden durch das Wort der Wahrheit. Ja, das Wort der Wahrheit, wenn das jemand aufgenommen hat, ja, wenn das fruchtbar war, wie bei der normalen Zeugung, dann das Ei befruchtet wird. Also wenn das fruchtbar war, dann ist man gezeugt worden durch das Wort der Wahrheit und gleichsam sind wir Erstlinge der neuen Schöpfung. Und mit dieser neuen Schöpfung, das ist unser neues Leben und das ist schon hier auf der Erde. Aber das verstehen natürlich die Menschen der Welt nicht. Ich habe jetzt gerade wieder, oh, Claudia, Sekte, ich mache mir Gedanken um dich, das ist ja schon sehr sektenmäßig, was du da machst, aber ist ein Gottlose. Ja, was will ich da sagen? Ja, sie werden die Wahrheit nicht sehen. Ich kann nur beten, dass Gott ein Wunder tut und ihnen ein Ereignis schickt, was sie aufwachen lässt. Aber die gleichen Leute glauben an Aliens, ja, aber nicht an Erstlinge von Gott, eine neue Schöpfung. Ja, warum? Weil sie das Licht hassen. Ja, darum kommen wir ja dann auch zu Johannes Evangelium. Also, ich hoffe, der Beitrag hat euch heute gesegnet. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wie gesagt, seid gnädig mit mir, wenn ich das alles jetzt in den nächsten 3, 4 Wochen, ich sage jetzt mal bis Ende Dezember, wie ich das mit den Mittwochsvideos mache. Ob da was Neues kommt oder ob ich etwas Altes nochmal verlinke im Newsletter. Ich glaube, wir haben und werden eine gute Zeit mit viel Wahrheit und viel Offenbarung und viel Erbauung und viel Überführung haben. Ich freue mich schon drauf. Bis dann zum nächsten Video. Shalom.